Herzlich willkommen zum Galactic Civilizations 4 Tipps und Tricks Video. Viel Spaß! Achtet bei euren Kernwelten immer auf die Zustimmung. Diese fließt nämlich als Multiplikator ein in die Produktion und in die Wissenschaft. Die anderen Beträge, Einkommen, Nahrung und Einfluss sind von der Zustimmung nicht betroffen. Ihr müsst keine Angst haben, in Galactic Civilizations 4 direkt am Anfang überfallen zu werden. Der Fokus der ersten Runde liegt darauf, eine gute Basis für den späteren Spielverlauf zu legen. Ich zeige euch mal, wie eine typische erste Runde aussieht und worauf ihr dabei achten solltet. Der erste Punkt ist, die Zustimmung anzukurbeln. Wir sind jetzt hier bei 63%. Und ein einfacher Schritt ist, hier in die Politik zu gehen. Und hier können wir den Steuersatz senken, ruhig auf den geringsten Betrag. Dann sehen wir hier auch direkt entsprechende Auswirkungen, nämlich dass die Produktion steigt, aber weniger Einnahmen haben. Ihr müsst aber jetzt wegen den weniger Einnahmen euch erstmal keine Sorgen machen, weil wir starten mit 1000 Credits. Und ob wir jetzt einen Credit einnehmen in einer Runde oder vier, das ist erstmal egal. Wichtig ist, die Zustimmung zu erhöhen. Dann haben wir hier nämlich direkt 79%, sprich wir produzieren mehr und wir forschen mehr. Dann haben wir die Möglichkeit, Politikkarten zu aktivieren, auch an dem Bildschirm, wo wir jetzt gerade waren. Auf der rechten Seite seht ihr alle Politikkarten, die dort zur Auswahl stehen. Wir können jetzt hier zum Beispiel unser Wachstum ankurbeln, auf Kosten von Zustimmung. Dann haben wir hier eine Karte, die gibt uns 30% Zustimmung. Das ist eine Spezialität der Ziff, die wir gerade spielen. Die nehmen wir dann rein. Ja, und dann seht ihr hier so, zack, unsere Leute sind schon super zufrieden. Und hier mit mehr Wachstum, das ist auch wichtig. Erkläre ich euch gleich, warum. Weil wir brauchen Wachstum, um neue Bürger zu bekommen. Und neue Bürger braucht man für Kolonieschiffe und für Sternbasen. So. Also, jetzt sind wir hier auf 95% Zustimmung. Es gibt ein Cap. Das liegt aktuell bei der Version, die wir hier spielen, bei 96%. Mehr Zustimmung geht nicht. Ansonsten habt ihr hier die Möglichkeit, Zustimmungsdistrikte zu bauen. Gerade wenn ihr eine Ziff spielt, die nicht diesen 30% Vorteil hat, macht es auf jeden Fall Sinn, Zustimmungsdistrikte zu bauen, um eure Produktion und Forschung entsprechend anzukurbeln. Da haben wir eine Auswahl aus drei Anführern. Wir haben eine Loyalität. Diese sollte nicht unter 30 sinken, weil unter 30 haben wir die Gefahr, dass die uns stiften gehen. Dann haben die gewisse Werte, und zwar Intelligenz, Sozial, Eifrigkeit und Entschlossenheit. Die sind dann bei verschiedenen Bereichen, kommen diese Werte zum Einsatz. Dann haben wir eine gewisse Zeit, diese zu rekrutieren. Also ein Monat entspricht einer Runde. Und nach 15 Runden wäre diese Anführerin nicht mehr verfügbar. Und wir haben Kosten. Hier 328. 185, 370. So, jetzt haben wir hier Ministerien. Am Anfang wäre dieses Aufklärungsministerium interessant, weil wenn wir dort einen Anführer reinschicken, dann bekommen unsere Schiffe einen zusätzlichen Bewegungspunkt. Und Technologieministerium ist auch relevant. Dann erhöhen wir unsere Forschung und wir bekommen bei der Forschung eine zusätzliche Karte zur Auswahl. Das zeige ich euch gleich. Ministerium für Kolonisierung ist beim aktuellen Patch uninteressant, weil hier geht es nur um die Zustimmung der Kolonien, nicht der Kernwelten. Erzähle ich euch später auch noch, was das genau im Unterschied bedeutet.
Jedenfalls geht es bei uns bei der Zustimmung nur um die Kernwelten, um die Produktion und Forschung anzukurbeln. Zustimmung auf Kolonien ist egal. Gouverneure, da haben wir erstmal alles gemacht. Diplomaten werden erst relevant, wenn wir auf andere Zivilisationen treffen. So, aber Kommandoschiffe, das ist relevant, oder die sind relevant auch schon in der ersten Runde. Die ersten drei hier, die stehen uns sofort zur Auswahl. Und die haben dann spezielle Fähigkeiten, und das ist auch von Zivilisation zu Zivilisation unterschiedlich. Und jetzt wäre es halt erstmal in der ersten Runde auf jeden Fall wichtig, sich die genau anzuschauen, was die können, und dann deine weiteren Entscheidungen davon abhängig zu machen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel ein Schiff, das eine Spezialfähigkeit hat, zu erkunden, Anomalien zu erforschen. Und diese Anomalien, das zeige ich euch, sind hier diese Sachen, die man aufgeben kann oder erforschen kann mit diesen Forschungsschiffen. So, das heißt jetzt, bei der Ziff, wo wir dieses Schiff halt zur Auswahl haben, wird eine Entscheidung auf jeden Fall sein, dieses Schiff bekommen zu wollen. So, das dritte Schiff, das bekommt innerhalb unserer Grenzen plus 100% Hitpoints, ist erstmal nicht so relevant. So, das heißt, das Schiff möchten wir haben, die anderen beiden eher nicht. Aktionen werden später relevant, gebe ich euch auch noch Tipps zu später. So, jetzt haben wir bei Kommandoschiffen, ist es so, dass die Fähigkeiten Eifrigkeit und Entschlossenheit relevant sind. Intelligenz und Sozial sind dort nicht relevant. Wir sind bei Kommandeuren auch zufrieden mit einer Loyalität größer gleich 30. Und dann haben wir hier noch spezielle Traits. Ja, der zum Beispiel kann als Spion agieren. Der als Gouverneur hat spezielle Fähigkeiten. Und der ist günstiger in der Rekrutierung. So, ist auf jeden Fall, da ist nichts dabei, was jetzt dagegen sprechen würde, den als Kommandanten einzusetzen. Und der ist halt billig und hat Eifrigkeit und Entschlossenheit von den dreien, die wir zur Auswahl haben, am höchsten. Das heißt, wir holen uns den. Und werden ihn hier bei dem Schiff zuordnen. Und jetzt haben wir hier bereits dieses Kommandoschiff bekommen und können dieses dann einsetzen, um Anomalien zu erkunden. Das zeige ich euch dann gleich auch. So, wir bleiben nochmal bei den Anführern. Wir haben nämlich hier Intelligenz 5 und Intelligenz 3. So, was wir haben möchten, ist halt dieser Forschungsminister. Um den Effekt deutlich zu zeigen, gehe ich jetzt einmal in die Forschung. Da haben wir verschiedene Karten zur Auswahl. Und hier ist eine Karte gelockt. Jetzt gehen wir wieder zu den Anführern. Holen uns sie mit Intelligenz 5. Schieben sie hier rein. Und bekommen dann halt eine Karte mehr angezeigt. Sehen wir gleich. Und plus 5% auf unsere Forschung, weil wir Intelligenz 5 haben. Ja, ich hätte auch gerne einen Anführer mit einer höheren Intelligenz gehabt. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Jetzt gehen wir wieder in die Forschung. Und dann taucht hier die fünfte Karte auf. Wir haben hier eine Reshuffle-Funktion. Da können wir mehrfach reshuffeln. Und zwar können wir uns hier alle Technologien anzeigen lassen, die jetzt vom Technologiebaum her zur Verfügung stehen. Und daraus werden uns halt 5 zufällig angezeigt. Wenn wir diese Reshuffle-Funktion verwenden, dann können wir noch einen Technologiebereich als Schwerpunkt setzen. Und dann haben wir eine höhere Chance, dass aus dem Bereich Politikkarten auftauchen. Nehmen wir jetzt einfach mal irgendeine. Ja, und die wird dann erforscht. Da sollte man sich natürlich dann genauer Gedanken drüber machen. So. Dann haben wir die Anomalien. Wir haben jetzt durch unser Kommandoschiff ein zusätzliches Schiff, das Anomalien erforschen kann. Ich fliege jetzt einfach mal dahin.
So, und das dauert dann 3 Runden, so eine Anomalie zu erforschen. Und wir hatten vorher, unabhängig von dem Kommandoschiff, noch ein weiteres Forschungsschiff. Und wenn wir mit Steuerung klicken und dann die Maus ein bisschen bewegen, dann sehen wir, wie viele Bewegungspunkte wir brauchen. Jetzt in dem Fall 8. Das heißt, wir können dann dahin fliegen, haben sogar noch einen kleinen Schlenker gemacht und dann können wir hier erkunden. Wenn ihr am Anfang direkt auf gelbe oder rote Anomalien trefft, dann lasst die Finger davon. Erkundet mit diesen Schiffen am Anfang nur weiße Anomalien. Die gelben und die roten, die sind verteidigt. Dann haben wir eine weitere Ressource, Kontrolle. Da haben wir am Anfang 100 von und bekommen dann jede Runde eine Kontrolle mehr. Die Kontrolle können wir hierüber einsetzen, über die sogenannten Exekutivbefehle. Diese Exekutivbefehle Geld drucken, kostet 60 Kontrolle. Lass die Finger davon. Ist viel zu teuer am Anfang, die 60 Kontrolle. Dann haben wir hier das Teleskop einsetzen für 15 Kontrolle. Lass die Finger davon. Ist viel zu teuer, die 15 Kontrolle. Und warum? Weil wir hier einen viel besseren Exekutivbefehl haben, nämlich das Draften von Kolonieschiffen. Das kostet 33 Kontrolle. Das heißt, mit unserer Anfangskontrolle können wir das dreimal machen und reduziert für eine gewisse Zeit die Zustimmung auf unseren Planeten. Aber die -2% Zustimmung sind es auf jeden Fall wert. Draften das Kolonieschiff und zack, da haben wir ein weiteres Kolonieschiff bekommen. Jetzt möchten wir mit den Kolonieschiffen zu Planeten fliegen. Was wir jetzt hier haben, das ist absolut Resort Shade amazing. Ja, das ist, da haben wir ziemlich viel Glück gehabt, so einen guten Planeten in der näheren Umgebung zu haben. Der gibt uns 2 Rohstoffe, 2 Wissenschaft, 10 Wohlstand, 16 Nahrung, 15 Einfluss. Es kann sein, weil wir hier noch nicht alles aufgedeckt haben, dass sich dahinter aber noch Piraten, Weltraummonster oder Sentinels verbergen. Das heißt, wir müssen, wenn wir dahin fliegen, vorsichtig sein. Wir haben hier auch noch eine Übersicht von nicht kolonisierten Planeten. Da sehen wir hier einmal diesen, ja, Klasse 33 Planeten, aber wir sehen hier, dass dort auch in unserem Startsystem bereits ein Planet ist, den wir kolonisieren können. Das ist dieser. Mit den schwarzen Punkten, das sind tote Welten, mit denen können wir nur etwas anfangen, wenn wir eine Situation spielen, die dort eine Spezialfähigkeit hat. Haben wir aber jetzt nicht. So, wir schauen mal. Unser Kolonieschiff hat 6 Bewegungspunkte und um dorthin zu kommen, brauchen wir genau 6. Das heißt, wir können hier hinfliegen. Zack. Kolonie. Kolonisieren. Das Video gerade, das ist übrigens auch interessant, aber hier möchte ich schnell vorgehen, deswegen habe ich es weggeklickt. So, und jetzt ist es so, dass die Rohstoffe von Wisp, die werden hier zur Kernwelt geliefert. Es ist immer so, dass die Kolonien ihre Rohstoffe zur nächstgelegenen Kernwelt liefern. Und wir sehen dort einen kleinen Verlust und das abhängig von der Distanz. Das wird uns auch hier angezeigt. Verlust 2%. So, mit dem anderen Kolonieschiff will man nach da oben fliegen. Aber wie gesagt, vorsichtig sein. Die Schiffe haben einen, jetzt in dem Fall eine Sensorreichweite von 6. Und wenn man nicht auf den höchsten Schwierigkeitsgraden spielt, sondern so auf normalen Schwierigkeitsgraden, dann kann man davon ausgehen, dass die, ja, die Gefahren so Bewegungspunkte zwischen 4 und 6 haben. Ja, also dass dann am Ende halt so schrittweise vorgehen, um da nicht Gefahr zu laufen, sein Kolonieschiff zu verlieren. Wenn man dann auf Gefahren trifft, ruhig wieder zurückfliegen. Dann haben wir noch, auch in der ersten Runde relevant, gedeckte Challenges. Und da haben wir hier einmal Orb of Draginol. Das können wir auf jeden Fall starten. Da passiert erstmal nichts Schlimmes. Ja, da beginnen wir das. Kriegen wir noch was zur Lore mitgeteilt. Die weiteren gedeckte Challenges, die sind alle noch gelockt. Da muss man dann irgendwelche Bedingungen erfüllen. Zum Beispiel hier eine gewisse Technologie erforschen. Die Galactic Challenges, die geben dann Prestigepunkte und die sind halt dann relevant für den Prestige-Sieg. Dann haben wir hier noch ein Aufklärungsschiff und mit dem können wir zu Planeten fliegen. Wir schauen mal, dass wir, da unten haben wir zum Beispiel einen gelben Planeten, einen gelben Stern und dann
Fliegen wir da hin. Und auch hier ein bisschen aufpassen. Sensorreichweite 6. Oder nicht irgendwo reinfliegen. Dann noch Produktion. Wir produzieren ein Kolonieschiff. Ja, auch wenn wir die Kolonieschiffe mit Kontrolle werfen können, wir brauchen noch mehr Kolonieschiffe. Und wenn wir Kolonieschiffe bauen, immer schön darauf achten, dass wir auch Bürger haben. Aber das ist in der ersten Runde auf jeden Fall der Fall. Wenn wir nur noch einen Bürger haben und ein Kolonieschiff bauen oder ein anderes Schiff, das Bürger braucht, dann könnte man das Schiff nicht losschicken. Durch die Produktion in eurer Schiffswerft reduziert ihr nicht die Produktion auf euren Planeten. Diese 7,7 hier, die werden komplett für die Distrikte verwendet. Unabhängig davon, ob und was ihr in der Schiffswerft baut. Ich breche das einmal ab. Dann haben wir immer noch 7,7. Dauert 6 Runden. Ich werfe das Kolonieschiff nochmal rein in die Produktionsschlange. Und hier ändert sich, wie gesagt, nichts. Beim Bilden von Nachbarschaftsboni ist die Kategorie entscheidend. Also hier zum Beispiel Research Improvement. Und dadurch wird dieser Distrikt auch durch angrenzende Distrikte gebufft, die entsprechend einen Forschungsbonus geben. Das haben wir jetzt hier in dem Fall. Wunderbar zusammengestellt. Hier jetzt zum Beispiel plus 2 angrenzend auf Forschung. Kriegt dieses Distrikt eine plus 2. Jetzt haben wir hier den Spezialfall, dass dieses Gebäude zwar angrenzend plus 3 auf Forschung gibt, aber selbst die Kategorie hat, dass es eine Einflussverbesserung ist. Und deshalb bufft es zwar die angrenzenden Forschungsverbesserungen, aber wird selbst nicht von den Forschungsverbesserungen gebufft. Ja, also wenn ihr euch diese Frage stellt, warum kriege ich jetzt hier keinen Buff, das liegt an der Kategorie, die oben steht. Wenn ihr ein Kolonieschiff oder einen Konstruktor baut, dann müsst ihr einen Bürger auswählen, der dort mitgeht. Ein gutes Kriterium ist dabei die Zufriedenheit. Und zwar möchtet ihr auf Kernwälzen besonders zufriedene Leute haben und auf Kolonien und auf Sternenbasen, da ist die Zustimmung beim aktuellen Patch egal. Ihr seht die Zustimmung der einzelnen Bürger hier oben angegeben. 89% und die anderen haben alle 96%, das hatte ich vorher schon geprüft. Und dann kann man denjenigen hier entsprechend auswählen und das Schiff beladen. Wenn die Bürger alle auf dem das Cap erreicht haben, sprich jetzt bei diesem Patch 96%, dann kann man hier noch gehen nach der Erwartungshaltung. Ja, der Bürger hier hat eine Erwartungshaltung von minus 14% und die anderen haben eine geringere Erwartungshaltung, hier zum Beispiel nur minus 6%. Dann wäre das zum Beispiel ein Kriterium für die Auswahl. Oder wir haben später auch gemischte Rassen. Und dann kommen manche Rassen auf dem Planeten, den wir gerade hier als Grundlage haben, besser zurecht und andere weniger zurecht. Da kann man entsprechend die, die dort schlechter zurechtkommen, auswählen. Ihr werdet in den ersten 20 bis 30 Runden auf das Problem stoßen, dass ihr wahrscheinlich zu wenige Bürger habt, um hier an einem Stück Kolonieschiffe und später auch Constructor zu bauen. Und um dem gegenzuwirken, zeige ich euch mal ein paar Maßnahmen, um das Wachstum anzukurbeln. Wir kriegen jetzt hier einen neuen Bürger in 14 Runden. Wir sehen Umweltverschmutzung minus 38%. Also Umweltverschmutzung ist etwas, was das Wachstum deutlich schmälert. Und jetzt schauen wir mal bei Politikkarten. Da haben wir hier eine Politikkarte drin, die gibt uns zwar Bruttoeinnahmen, aber erhöht die Umweltverschmutzung um 30%. Wenn wir die rausnehmen, dann haben wir hier, okay, das wird jetzt noch nicht aktualisiert, müssen wir eine Runde weiterspielen. Mache ich dann gleich auch mal, um euch das im Endeffekt zu zeigen. Und dann haben wir hier jetzt noch zum Beispiel eine Politikkarte drin, die das Wachstum um 100% steigert. Diese Karte
Ist aber abhängig davon, welche Zivilisation wir spielen, ob wir die haben oder nicht. Wenn ja, kann man sie am Anfang auf jeden Fall verwenden. Jetzt wurde die Kalkulation auch neu durchgeführt. Wir sehen, der nächste Bürger erscheint in 5 Runden. Das heißt, durch 2 einfache Maßnahmen müssen wir auf einen neuen Bürger nur 5 Runden warten statt 14 Runden. Eine weitere sehr effektive Maßnahme, um das Wachstum zu steigern, ist es, ganz einfach eine zweite Kernwelt zu gründen. Die Kolonien, die bleiben immer auf 1. Und die Kolonien kann man auch nicht verwenden, um dann weiter Kolonieschiffe zu bemannen oder Constructor. Nur die Kernwelten sind relevant. Und hier haben wir jetzt, wie gesagt, eine zweite Kernwelt. Und diese produziert dann auch neue Bürger. Und dann können wir aus beiden Kernwelten heraus Kolonieschiffe und Constructor bemannen. Wir werden dann auch auf gewisse Gebäude treffen, die das Wachstum weiter ankurbeln. Und da kommt es dann auch auf die Nachbarschaftsboni an. Dieses eine Gebäude hier, das erhöht dann unser Wachstum um 80%. Beim Erkunden von Anomalien, da trefft ihr regelmäßig auf Events, die euch darum bitten, ein Gebäude für andere Rassen zu erstellen. Jetzt hier in dem Fall zum Beispiel die Torianische Akademie. Und dann bekommt ihr von der jeweiligen Rasse 2 Bürger. Das könnt ihr am Anfang dann auch sehr zu eurem Nutzen einsetzen, um das Bevölkerungsproblem in den Griff zu kriegen. Bei der Frage, wie viele Kolonien man zu Kernwelten macht, kommt es wirklich aufs Feinbalancing an. Ich zeige euch einmal eine Sache, wie man es nicht machen sollte. Und zwar am Beispiel der KI. Und zwar hat die KI hier den Fehler begangen, dass sie 3 Kernwelten sehr nah beisammen gegründet hat. Das hier ist die Heimatwelt. Die ist auf jeden Fall eine Kernwelt, daran kann man auch nichts ändern. Aber dann sind hier Vega 1 und Vega 2 auch noch Kernwelten. Das hier kennt man direkt an dieser doppelten Umrandung. Die hier einmal bläulich umrandet sind, das sind Kolonien. Ja, und was ist jetzt das Problem? Das Problem ist, dass sie sich gegenseitig die Sponsoren wegschnappen und nur auf eine sehr geringe Produktion kommen und dann sich gar nicht richtig ausbauen können. Und dann alles sehr lange dauert. Hier zum Beispiel das Upgraden von Produktionsdistrikt 29 Runden und die Welt kommt nur auf eine Produktion von 2,5. Hier haben wir eine Produktion von 8,8. Da wird ein Distrikt gebaut innerhalb von 4 Runden, oder das dauert jetzt noch 4 Runden. Und die Heimatwelt, die kommt auch nur auf eine Produktion von 7. Und ja, dadurch limitieren sie sich halt sehr stark. Und es ist aber auch nicht sinnvoll, alles nur in eine Kernwelt zu pumpen, weil dann sind die Kolonien immer weiter weg und erzeugen entsprechend hohen Verlust. Da haben wir hier zum Beispiel einen Verlust von 33%. Ja, je weiter die Kolonien weg sind, desto mehr wird's. Je näher sie dran sind, logisch, desto geringer der Verlust. So. Also, nicht zu viele Kernwelten gründen, aber auch nicht zu wenige. Was kann man, also einmal jetzt hier zum Verlust, wenn der Verlust so gegen 40% geht oder sogar über 40%, dann ist das auf jeden Fall ein klares Kriterium, dort in der Nähe nochmal eine Kernwelt zu gründen. Wenn wir können auch das so haben, dass eine Kernwelt zu viel produziert. Was meine ich mit zu viel produzieren? Wenn ihr sehr produktionsstarke Welten habt, wie jetzt hier ist zum Beispiel der Fall, ist 156,3 Militärproduktion, dann seht ihr, dass viele Schiffe innerhalb von einer Runde fertig sind. Ihr könnt also mit diesen Schiffen, nehmen wir mal ein Beispiel, dieses Schiff, 136 Produktion, innerhalb einer Runde nur 136 Produktion auch wirklich verbrauchen. Es können nicht mehrere Schiffe oder mehrere Missionen, mehrere Module in einer Runde fertiggestellt werden. Es wird immer nur in jeder Runde 1 fertiggestellt. Ihr könnt zum Beispiel hier, wenn ihr ganz viele Module bauen wollt,
Die kosten nur 40. Dann wäre es wesentlich effektiver, auch mal eine kleine Kernwelt zu haben, die ungefähr 40 an Produktion hat. Und dann könnt ihr ein Modul pro Runde fertigstellen. Ihr könnt hier einen kleinen Trick anwenden. Und zwar, ihr könntet ein Schiff, das mehr Produktion kostet als das, was ihr innerhalb von einer Runde produziert, dann nach einem Projekt einreihen, was halt weniger benötigt, um den Überschuss sozusagen dann abzubauen. Also jetzt hier normalerweise dauert das 2 Runden. Wenn wir es nach vorne schieben, wäre schon nach einer Runde fertig. Also irgendwo merkt sich das Spiel diesen Überschuss. Aber wenn ihr hier an einem Band Module bauen wollt, dann geht das halt nicht. Oder dann ist es nicht so effektiv, als hättet ihr auch weniger Produktion. Eine andere Sache war gewesen im Early bis Midgame, das hatte ich aber auch in einem anderen Tipp erwähnt, dass jede Kernwelt auch Bevölkerungswachstum mit sich liefert. Auch das ist ein Kriterium dann dafür, weitere Kernwelten zu gründen. Seid beim Erkunden vorsichtig, damit ihr eure Forschungsschiffe nicht verliert. Ihr seht hier die Bewegungspunkte, die ihr noch übrig habt. Jetzt in dem Fall 10 von 10. Und ihr habt eine Sensorreichweite von 8. Wenn wir noch viele Bewegungspunkte übrig haben, dann können wir hier auch noch in größeren Schritten gehen. Und dann seht ihr hier, dass wir auf Weltraummonster stoßen. Da wir jetzt noch Bewegungspunkte übrig haben, können wir uns wieder zurückziehen. Hätten wir diesen Schritt gemacht und wären wir sogar noch mutiger vorgegangen. Ja, wären wir jetzt von da hinten. Direkt hätten wir gedacht, okay, lass uns mal zu dem Stern da fliegen. Ja, dann wäre das das Ergebnis. Und wir werden umrandet von Weltraummonstern und ein gefundenes Fressen. Ja, also gebt eure letzten Bewegungspunkte sehr mit Bedacht aus, dass ihr auch wieder, euch wieder zurückziehen könnt. Auf höheren Schwierigkeitsgraden funktioniert das aber nicht mehr. Da bin ich hier auch überrascht worden. Dieses Weltraummonster hatte dann 11 Bewegungspunkte. Also wenn man einen Schwierigkeitsgrad stellt, desto mehr Bewegungspunkte kriegen die Gegner. Das ist jetzt hier auf der 2 Stufen über dem normalen Schwierigkeitsgrad gewesen. Im Early Game könnt ihr erst einmal die Einnahmen, die hier über eure Planeten generiert werden, ignorieren und dann halt auf einem niedrigen Steuersatz laufen, um die Produktion und die Forschung anzukurbeln, sprich sehr zufriedene Bürger zu haben. Welche Einnahmenquellen stehen euch denn zur Verfügung? Ihr habt einmal bei Schiffswerften hier diese Schatzjäger. Die geben euch so im Schnitt 200 Credits grob. Ja, also die produziert ihr dann einfach in eurer Schiffswerft, dann kriegt ihr Credits. Dann habt ihr als weiteres eure Forschungsschiffe und wenn die Anomalien erkunden, die am Anfang werden das die weißen Anomalien sein, die gelben und roten seid ihr noch nicht stark genug, dann habt ihr oft Events, die ausgelöst werden. Jetzt hier zum Beispiel ein Forschungsschiff auf ein gewisses Debrisfeld gestoßen und hier wurde ein Event ausgelöst. Und da können wir jetzt uns als eine Auswahlmöglichkeit auch 300 Credits geben lassen. Ja, also wir haben zwei Effekte. Einmal, dass die Ideologie autoritär auf 4 steigt und wir bekommen 300 Credits. Diese Events sind eine Haupteinnahmequelle am Anfang. Deswegen ist es auch gut und wichtig, viele Forschungsschiffe zu haben, um möglichst viele Anomalien erkunden zu können. Hier beginnt ein neues Spiel standardmäßig mit einem Forschungsschiff. Es kann je nach Zivilisationseinstellung auch sein, dass ihr mit mehr Forschungsschiffen beginnt oder auch mit gar keinem. Wie kommt der neue Forschungsschiffe? Einmal habt ihr eventuell Kommandoschiffe mit der entsprechenden Fähigkeit und des Weiteren gibt es eine Technologie, die befindet sich hier
in der Technologiebibliothek. Und wenn ihr diese Technologie erforscht habt, dann bekommt ihr sofort kostenlos ein Forschungsschiff. Und ihr bekommt die Möglichkeit, in euren Schiffswerften beliebig viele weitere Forschungsschiffe zu bauen. Die benötigen dann auch keinen Bürger. Wenn euch die Anomalien ausgehen, da gibt es eine Technologie, die erneut Anomalien erscheinen lässt. Und zwar in der Technologiebibliothek diese Technologie. Dann erscheinen neue Anomalien. Es ist auch so, wenn andere Gegner in eurem Sektor diese Technologie erforschen, dann erscheinen auch Anomalien. Also wundert euch nicht, wenn auf einmal aus heiterem Himmel hier weitere Anomalien auftauchen, dann hat ein Gegner diese Technologie erforscht. Ihr seid am Anfang sparsam mit eurer Kontrolle. Ihr startet ja mit 100 und bekommt am Anfang nur eine Kontrolle pro Runde. Ihr möchtet alle 8 Runden am Anfang eine Kolonieschiff draften für die 33 Kontrolle. Und da geht euch die Kontrolle sehr schnell aus. Also verzichtet zum Beispiel auf diese Dinge hier. Es gibt am Anfang zwei Möglichkeiten, um schnell an mehr Kontrolle zu kommen. Einmal gibt es ein Gebäude, das man bauen kann. Um das bauen zu können, braucht man hier dieses Hyperschallradio. Und dann kann man auf seiner Kernwelt eine Verbesserung bauen. Und die gibt einem dann pro Runde plus 1 Kontrolle. Das heißt, das, was man jede Runde bekommt, wird dann sogar verdoppelt, also steigt von 1 auf 2. Die andere Möglichkeit ist ein Kulturtrade. Und da müsst ihr bei Autoritär irgendwie einen Punkt erhalten. Das kann zum Beispiel sein, dass ihr einen autoritären Anführer rekrutiert oder euch bei einem Event für eine autoritäre Vorgehensweise entscheidet. Da müsst ihr noch einen Kulturpunkt erlangen, zum Beispiel indem ihr eine Mission abschließt. Und dann habt ihr hier die eiserne Faust und die gibt euch plus 50 Kontrolle sofort, einmalig. Ja, und mit 50 Kontrolle könnt ihr dann hier schon wieder 1,5 Kolonieschiffe draften. Um weitere Politikkarten zu erhalten und um die weiteren Slots freizuschalten, müsst ihr entsprechende Technologien erforschen. Dass ihr durch so eine Technologie einen weiteren Slot freischaltet, das seht ihr hier an dem entsprechenden Trade. Plus 1. Und dass ihr neue Technologiekarten bekommt, das seht ihr zum Beispiel hier. Da haben wir ja so ein Order praktisch. Und da gibt es dann die Politikkarte, ja, einen Polizeistaat auszurufen. Da kriegt ihr dann auch noch eine Kontrolle pro Runde, reduziert die Kriminalität um 10, Zustimmung minus 3%. Ja, und so kommt ihr dann halt entsprechend an neue Slots und an neue Politikkarten. Ja, in Sachen Diplomatie kann man sich bei Galactic Civilizations 4 ziemlich in die Details reinfuchsen. Ich zeige euch aber mal ein paar Grundlagen. Und zwar, wenn ihr hier auf diesen Reiter geht, dann seht ihr einmal dieses Symbol. Das bedeutet immer, dass ihr aktuell mit diesen Civs sprechen könnt. Nachdem ihr mit denen dann gehandelt habt, gibt es halt eine gewisse Zeit, wo ihr das nicht tun könnt. So. Dann habt ihr hier, dass ihr offene Grenzen vereinbaren könnt. Das gibt euch schon mal einen kleinen diplomatischen Vorteil und hat eigentlich keine Nachteile. Dann habt ihr als nächstes hier noch weitere Möglichkeiten. Und zwar könnt ihr eine Freundschaftserklärung abgeben. Bevor ihr das tut, solltet ihr aber einmal die diplomatischen Beziehungen von der jeweiligen Civ prüfen und schauen, ob sie hier Feinde haben. Wenn ihr dort Feinde haben, dann würden die Feinde das nicht gutheißen, wenn ihr die Freundschaft verkündet. Aber so ist das kein Problem. Dann habt ihr einen weiteren diplomatischen Vorteil.
Wenn ihr ein paar Credits auf der hohen Kante habt und euch wirklich wichtig ist, euch mit denen gut zu stellen, dann könnt ihr auch noch sie mit Finanzen unterstützen. Wir würden jetzt hier 4,4 Credits, 50 Runden lang bezahlen. All das steigert unsere Beliebtheit bei ihnen. Als nächstes, dafür braucht ihr dann auch wiederum gewisse Reserven, könnt ihr über Anführer einen Diplomaten zuweisen. Dafür braucht ihr dann halt, wie gesagt, erstmal einen Anführer und den könnt ihr dann einfach hier reinschieben. Ich greife jetzt mal hier auf unseren Vorrat zurück. Da haben wir ganz viele. Ja. Und dann einfach hier rüber reinschieben. Der Effekt oder alle Effekte, alle diplomatischen Effekte werden dann hier aufgeführt. Und das mit dem Diplomaten, das wird dann in einer Runde hier angezeigt. Und das mit dem Tribut wird auch in einer Runde angezeigt. Jetzt hier zum Beispiel, da haben wir die offenen Grenzen schon vereinbart gehabt. Da sehen wir dann das entsprechende Plus. Und wir sehen auch zwei Plus-Symbole, weil wir dort einen Diplomaten untergebracht haben. Das sind so die grundlegenden Dinge, die man jederzeit tun kann. Halt mit dem kleinen Vermerk, dass es teilweise halt was kostet und gegebenenfalls deren Feinde nicht glücklich macht. Lasst euch für die offenen Grenzen ruhig noch ein paar Credits geben. Einfach hier oben anklicken. Dann sehen wir hier ein 80. Wir können das noch einmal erhöhen. Dann würde das immer noch angenommen werden. Bei 100 nicht mehr. Wir können gegebenenfalls auch noch Überreden einsetzen. Da haben wir jetzt eine Chance von 64%. Oder Bedrohen haben wir auch eine Chance von 66%. Machen mal Überreden. Nein. Ah, okay. Also Bedrohen. Das würde im Falle des Scheiterns halt einen diplomatischen Malus geben. Genau, und Überreden gibt keinen Malus, wenn es nicht funktioniert. Deswegen versuchen wir zu überreden. Dann sagen sie jawohl. Klicken nochmal auf Credits. 160. Und dann können wir uns hier auf 170 Credits einigen. Ja, das heißt, wir haben jetzt einfach mal so 170 Credits zusätzlich bekommen. Man muss einer Kolonie einen Anführer zuweisen, um sie zu einer Kernwelt zu machen. Was sind jetzt Kriterien für einen guten Anführer? Da haben wir einmal die Loyalität. Die sollte auf jeden Fall vor der Zuweisung 50 oder mehr betragen. Weil wir sehen jetzt hier einen -20-Modifikator. Das ist, soweit wir den Anführer zuweisen, kann es sein, dass er sich über die viele Arbeit beklagt und dann entsprechend Loyalität verliert. Wir möchten nicht unter die 30 rutschen. Also vorher mindestens 50. Dann haben wir hier die einzelnen Werte: Intelligenz, Sozial, Eifrigkeit und Entschlossenheit. Wir sehen hier, dass die Intelligenz die Forschung entsprechend um Prozentpunkte erhöht, Sozialskill die Zufriedenheit und Eifrigkeit die Produktion. Jetzt ist es so, dass ich vor allem Wert lege, darauf die Zufriedenheit zu steigern. Und da habe ich ja in diesem Video auch schon oft was darüber erzählt, warum das so ist, wegen Produktion, Forschung und Einnahmen. Und jetzt haben wir hier einmal also den Sozialskill, also da lege ich sehr viel Wert drauf bei der Auswahl, weil das hier die Zustimmung der einzelnen Bürger steigen lässt. Und Loyalität halt, ich sage mindestens 50. Aber es ist sogar besser, wenn die Loyalität noch höher ist. Weil es gibt dort einen versteckten Zustimmungsbonus. Und den sieht man hier bei den einzelnen Bürgern. Diese plus 20% ganz unten. Unser Gouverneur ist loyal. Ja, der Gouverneur hier, der hat eine Loyalität von 100. Und dann kriegen wir bei allen Bürgern plus 20% dazu. Jetzt bei dem Gouverneur, der nur 85 hat, sind wir immerhin bei 15%.
Ja, und worauf man dann auch noch achten sollte, das sind diese speziellen Traits der Anführer. Da kann es teilweise dann halt positive oder auch negative Effekte geben. Hier zum Beispiel, dass das Bevölkerungsmaximum um 3 steigt, aber wir -6% auf die Zustimmung bekommen. Anführer können bei den sogenannten Fraktionen inzwischen geparkt werden. Wir werden hier einmal den Exekutivbefehl Anführer einladen ausführen. Für 10 Kontrolle. Und dann haben wir hier neue Anführer zur Auswahl bekommen. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Anführer mit 13 Eifrigkeit. Ministerien haben wir noch frei, Produktionsministerium, müssen dafür aber noch eine Technologie erforschen. Wir werden hier auch schon darauf hingewiesen, dass die Eifrigkeit entscheidend sein muss, wie gut dieser Produktionsminister sein wird. So, jetzt können wir uns Ihmchen schon mal schnappen. Und können ihn halt hier noch nicht zuweisen. Aber wir können ihn bei Fraktionen zwischenparken. Und dann zum Beispiel hier bei... Ja. Hier zuordnen. Dann gewinnen wir ein bisschen Wachstum und ein bisschen Umweltverschmutzung wird reduziert. Und bei den Fraktionen ist es so, man kann die Anführer immer frei Schnauze hin und her schieben. Das kostet nichts, das hat keinen Cooldown. Man kann sie auch wieder in den Pool zurückschieben, ist kein Problem. Ja. Und wenn wir dann die entsprechende Technologie erforscht haben, dann können wir den Anführer nehmen und hier reinschieben. Das kann man auch machen, wenn man auf potenziell sehr gute Gouverneure stößt. Ja, und man weiß, man möchte in Zukunft eine weitere Kernwelt gründen. Kann man auch schon mal im Vorfeld hier rekrutieren und in der Zwischenzeit hier bei Fraktionen ein bisschen für sich arbeiten lassen. Bei Kämpfen in Galactic Civilization 4 ist es immer so, dass eine Flotte von uns gegen eine Flotte des Gegners kämpft. Das heißt, man kann nicht jetzt hier mehrere Flotten, die nebeneinander stehen, gleichzeitig kämpfen lassen, höchstens nacheinander. Von daher ist es sehr entscheidend, auch größere Flotten bilden zu können. Jetzt haben wir hier schon einiges investiert. Und der entscheidende Wert ist die Logistik. Aber wir sind jetzt hier bei 42 von 42 und am Anfang startet man mit einer Logistik, mit einem Logistik-Maximum von 10. Was haben wir jetzt für Möglichkeiten, die Logistik zu steigern? Da gibt es einmal bei den Technologien im Bereich Ingenieurswesen. Hier die Technologien mit plus einer Logistik. Eine Logistik, das geht dann immer so weiter und später kriegt man sogar 10 Logistik. Das wird dann alles aufsummiert und dann entsprechend zu dem Maximum dazu geschlagen. Diesen Wert hat dann jede Flotte als Maximum. Es ist jetzt nicht so, dass die einzelnen Flotten diese Logistik verbrauchen. Also wir haben hier ein Maximum von 42, nächste Flotte hat auch ein Maximum von 42. Dann haben wir hier zum Beispiel bei der Ideologie Kreativ einen Kulturtrade, der auch nochmal plus 8 Logistik gibt. Und bei den Politikkarten haben wir hier Bürokratie mit Logistik plus 4. Also der Hauptschwerpunkt liegt halt auf der Wissenschaft. Und dann haben wir halt noch andere Quellen für die Logistik. Ganz wichtig, große Flotten zu bilden. Unsere Schiffe gewinnen durch das Erkunden von Anomalien und durch das Schlagen von Schlachten an Erfahrung und können dann im Level aufsteigen. Es gibt einige Schiffe, die können dann beim Level Up durch eine spezielle Beförderung, die wir auswählen können, noch weiter verbessert werden. Da haben wir hier zum Beispiel, dass wir die Hitpoints deutlich steigern können oder wir können ein Schiff beschleunigen. Oder auch die Waffensysteme ausbauen. Es gibt einen Trick, wie man das nachschauen kann, welche Schiffe mit diesen Spezialmodulen ausstattbar sind. Und zwar durch dieses Schlüsselwort hier. Wenn wir uns mal ein... Vielleicht haben wir hier auch schon eins. Da ist ein Constructor.
Der hat das nicht. Aber da können wir dann... Constructor ist jetzt ein blödes Beispiel. Wir schauen uns noch mal was anderes an. Hier, dieses Schiff zum Beispiel hat dieses Schlüsselwort nicht, kann nicht abgegradet werden. Also, was kann grundsätzlich abgegradet werden? Forschungsschiffe können dann abgegradet werden und Kommandoschiffe. Ja, also die Schiffe, die ihr hier über eure Anführer bekommt, die sind auch alle upgradebar. Im Level aufsteigen, nochmals Wiederholung, tun alle Schiffe. Nur jetzt diese Schiffe hier, die bekommen dann einfach automatisch gewisse Werte erhöht, zum Beispiel die Hitpoints. Ihr möchtet eure liebgewonnenen Kommandoschiffe nicht verlieren. Dann zeige ich euch mal kurz ein paar kleine Tricks, wie ihr das verhindern könnt. Die Kommandoschiffe haben alle die Schlachtrolle Escort bzw. Begleitschiff. Und das ist eine Tankklasse, das heißt, sie ziehen sehr früh das Feuer auf sich. Wie könnt ihr jetzt verhindern, dass eure Kommandoschiffe angegriffen werden? Das macht ihr, indem ihr andere Escort-Schiffe baut und diese der gleichen Flotte zuweist. Wenn ihr Schiffe designt, hier die Auswahl aller Designs. Und wir gehen jetzt mal in das Design eines bereits erstellten Escort-Schiffs rein. Nehmen das als Vorlage. Und da seht ihr hier auf der rechten Seite die Hitpoints und die sind ganz entscheidend. Weil es ist so, dass die Gegner einmal nach der Schlachtrolle gehen, also die suchen sich erstmal Begleitschiffe raus. Aber dann gehen sie auch noch nach den Hitpoints und zwar nach den aktuellen Hitpoints, nicht nach den maximalen Hitpoints. Und dann schauen sie, welche Schiffe haben am wenigsten Hitpoints. Ja, das heißt, um eure Kommandoschiffe zu schützen, braucht ihr andere Begleitschiffe, die weniger Hitpoints haben. So, jetzt ist das hier schon recht viel mit 84 Hitpoints. Eventuell habt ihr dann Kommandoschiffe, die weniger Hitpoints haben. Jetzt haben wir hier allerdings auch schon Spezialmodule eingebaut, die Hitpoints steigern. Hier zum Beispiel Hitpoints plus 7,28 und dann nochmal plus 20%. Wenn wir das ausbauen, werden die Hitpoints entsprechend geringer. Ja, und das kann dann zum Beispiel eine Maßnahme sein, damit eure Kommandoschiffe nicht angegriffen werden. Ganz wichtig, beim Abspeichern müsst ihr hier auf die Schlachtrolle achten. Und dann müsst ihr das Ganze auf Escort, sprich Begleitschiff stellen und dann speichern. Alternativ könnt ihr auch hier nochmal raus, ein komplett neues Design erstellen. Und dann baut ihr kleinere Schiffe und davon mehrere. Zum Beispiel jetzt mal mit einer kleinen Hülle. Dann sagen wir, okay, soll einen Antrieb bekommen, soll einen Raketenwerfer bekommen und dann noch ein bisschen Verteidigung. Dann haben wir jetzt hier die Statistiken, knapp 33 Hitpoints. Ja, ein bisschen Verteidigung eingebaut, ein bisschen, dass es auch schießen kann. Und dann speichert ihr das Ganze. Jetzt wird es ja auch schon automatisch als Begleitschiff erkannt. Perfekt. Ja, und wenn ihr davon dann mehrere baut, in die Flotte eurer Kommandoschiffe steckt, dann werden diese Schiffe vorher angegriffen. Um das Ganze zu unterstützen, könnt ihr auch beim Level-Up eurer Kommandoschiffe, beziehungsweise jetzt in dem Fall haben wir ein Forschungsschiff, extra die Hitpoints erhöhen, um über die Schwelle zu kommen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Hitpoints von 35. Wir hatten gerade gesehen, wir konnten ein kleines Escort-Schiff erstellen mit Hitpoints von knapp 23. Das heißt, in der Kombination würde das passen. Diese kleinen Escort-Schiffe würden hier für das Forschungsschiff tanken. Im Midgame wird es auch wichtig sein, gelbe und rote Anomalien zu erkunden. Und um dort gut vorbereitet zu sein und nicht in eine Falle zu laufen, empfehle ich euch einmal zu scouten. Gerade auch, wenn ihr noch neu bei Galactic Civilizations 4 seid. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel ein kleines Schiff ausgewählt. Und das fische ich jetzt mal alleine hier in die gelbe Anomalie. Ja, und dann wissen wir, okay, da
Da gibt es eine Flotte mit 24 Hitpoints, 6 im Angriff. Und das kann man natürlich auch alles im Vorfeld machen, nur ich wollte jetzt einmal schnell einen Spielstand haben, mit dem ich euch das zeigen kann. Und dann wissen wir halt, okay, mit der Flotte ist das keine Gefahr, da kommen wir da rein. Und jetzt machen wir das hier nochmal bei der roten Anomalie. Ah, ich habe den Spielstand neu geladen. Das gleiche Schiff von vorhin. Und dann sehen wir, dass wir dort auf etwas ganz anderes treffen, ja. Das hat nämlich, das andere hat 556 Hitpoints, viel mehr Angriff, viel mehr Verteidigung. Und da sind wir doch sehr froh, dass wir nicht einfach mit unseren Schiffen da reingeflogen sind, weil die hätten wir wahrscheinlich alle verloren. Ja, okay. Bevor es zu einer Entscheidung kam, ist die Schlacht beendet worden, aber wir haben drei Schiffe verloren, die wir nicht hätten verlieren wollen. Ja, und somit kann man halt, also man kann ja auch vorscouten, schon ziemlich früh einfach mal in so eine rote Anomalie reinfliegen. Dann zeige ich euch nochmal einen kleinen weiteren Tipp. Man kann hier neue Wegpunkte definieren. Man muss eine Schiffswerft auswählen. Dann geht man zum Ort des Geschehens. Ja, und dann kann man jetzt hier halt in den Kommentar reinschreiben. Ja, zum Beispiel 556 HP, 44, also der hat ja sogar noch mehr. Hat ja Angriffsdaten. Ja, dann kann man ja halt ein bisschen was reinschreiben, wie man das möchte. Ja, und dann hat man das hier hinterlegt und dann kann man sich eine entsprechende Flotte zusammenbasteln. Und dann später da hinfliegen. Um auf den galaktischen Basar zuzugreifen, braucht ihr einen Finanzminister. Ja, für den braucht ihr eventuell noch eine Technologie. Die erforscht ihr dann. Und so wie mit den anderen Ministerien auch einfach einen Anführer rekrutieren und hier reinschieben. Eventuell habt ihr auch schon bei den Fraktionen einen Fischen geparkt. Sobald ihr das getan habt, könnt ihr hier über diese Ikone dann auf den galaktischen Basar zugreifen und strategische Ressourcen kaufen und verkaufen und auch Luxusressourcen kaufen und verkaufen. Die Luxusressourcen, die werden regelmäßig geändert, also stehen immer zwei zur Auswahl und nach einer gewissen Dauer werden die durch zwei andere ersetzt. Dann leuchtet hier auch ein entsprechendes Symbol auf. Es macht Sinn, wenn ihr über die entsprechenden Credits verfügt, von jedem Typ ein paar auf Halde zu setzen. Vielleicht als Faustformel so 5 Stück. Wenn ihr im Geld schwimmt, könnt ihr auch 10 auf Lager legen. Weil das hat den Hintergrund, dass für die Galactic Challenges, dort wo ihr Gebäude baut, ja, hier eine... Da geht es darum, eine Verbesserung auf einem Planeten zu bauen. Und zwar vor den anderen Zivilisationen. Und da braucht ihr dann häufig die Luxusressourcen für. Ah, das heißt, bunkert die hier ruhig ein bisschen an, wenn ihr über die Mittel verfügt. Im späteren Spielverlauf ergeben sich euch andere Einnahmequellen, als es am Anfang der Fall war. Wir sind jetzt hier in der Runde 172. Und ich zeige euch mal hier unsere Einnahmen. Wir erwirtschaften jede Runde einen Überschuss von 235 Credits. Ihr seht einmal Bruttoeinkommen, ungefähr 135, dann Handelseinkommen 192. Ganz wichtig, die Steuern stehen hier auf 90%, Ausgaben 59. Die Steuern stehen hier auf dem Maximum. Und ihr dürft euch nicht von dieser Zahl hier irritieren lassen. Zustimmung 37%. Weil da fließt auch, in diese Zahl fließt auch die Zustimmung der Kolonien ein. Und Stand jetzt ist diese egal. Wichtig ist, dass unsere Leute auf unseren Kernwelten glücklich sind. Und das ist der Fall. Da haben wir 96%, hier auch und da auch. Wir haben drei Kernwelten. Überall 96%, das ist das Cap. Um das zu erreichen, muss man halt entsprechende Mittel einsetzen, zum Beispiel Unterhaltungsdistrikte bauen, die sich auch gegenseitig buffen,
die Unterhaltungsdistrikte aufwerten, Anführer haben mit einer hohen Loyalität und mit einem guten Sozialskill. Und dann werden unsere Leute entsprechend glücklich und zahlen gerne die hohen Steuern. Dann hatten wir den Handel gesehen. Die Handelsrouten, die man hat, die werden hier aufgeführt. Und ja, mit entsprechend Start und Ziel. Und wie viel die einzelnen Handelsrouten abwerfen. 154 Credits. Und die Handelsrouten erwirtschaften im Laufe der Zeit auch noch mehr Einnahmen. Ja, da gibt es einen Parameter. Alter der Route gibt 3,9 Credits. Und die Entfernung ist auch wichtig. Wir haben jetzt hier mit dem Mimo Brotherhood haben wir die Handelsrouten aufgebaut. Ja, jetzt sieht man auch die gestrichelten Linien, das sind die Handelsrouten. Dann haben wir Tourismus. Hier läuft auch gerade ein galaktisches Fest, das haben wir bei einem Exekutivbefehl aktiviert. Tourismus plus 40%. Und das erhöht die Einnahmen auf den Planeten. Zeige ich euch das mal. Hier. Tourismus, da haben wir einen Multiplikator der Planeteneinnahmen von 53,2%. Wir haben insgesamt einen Tourismus von 106%. Und die Hälfte davon fließt halt als Multiplikator bei den Einnahmen ein. Als kurze Nebenbemerkung, der Einfluss wird durch Tourismus auch gesteigert. Eine sehr effektive weitere Einnahmensquelle ist der Handel mit anderen Zivilisationen. Und wir schauen jetzt mal hier bei den Torianern. Wir haben 1100 Credits. Ja, und wir könnten denen ja zum Beispiel Technologien verkaufen. Ja, und dann entsprechend Credits abgreifen. Da kann man im Late Game viel drüber machen. Und dann kann man auch noch über den galaktischen Bazar Rohstoffe, die man im Überschuss hat, verkaufen und da teilweise auch sehr gut Credits generieren. Wenn ihr selber den Krieg erklären möchtet, dann lasst euch das bezahlen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die koreanische Zuflucht und die hat ein paar Feinde, zum Beispiel Xeloxi. Ja, mal angenommen, wir würden jetzt gegen Xeloxi Krieg führen wollen. Ich kann das auch anders machen, dass man sich dann explizit die Xeloxi anschaut, sieht, okay, die haben die Feinde, die koreanische Zuflucht. Dann geht man hier zu der koreanischen Zuflucht, spricht mit denen und sagt, okay, wir wären ja bereit, euch gegen die Xeloxi zu helfen. Aber was seid ihr denn bereit, uns dafür zu geben? Und da sieht man, dass sie das sehr gerne sehen würden, wenn wir dort in den Krieg eintreten würden. Ja, und dann kriegen wir halt noch ein paar Credits. Nicht nur ein paar, sondern recht viele. Und das ist doch wesentlich sinnvoller, als einfach so in den Krieg zu ziehen. Wir gründen jetzt ziemlich spät im Spiel eine weitere Kernwelt, Runde 138, indem wir hier einen neuen Gouverneur zuweisen. Ich mach das mal. Ah doch, da ist er schon. Hat eine sehr hohe Loyalität und auch einen Sozialskill von 10. Jawohl. So, jetzt ist es so, dass wir hier auch mit hohen Steuern unterwegs sind. Steuersatz 90% und unsere Leute sind sehr stinkig. Wir haben dann entsprechend eine geringe Produktion und kämen hier von alleine kaum voran. Als möchten wir jetzt zum Beispiel Unterhaltungsdistrikte bauen, um die Zustimmung zu steigern. Würde jeweils 30 Runden dauern. Jetzt gibt es ein sehr starkes Instrument, um das zu beschleunigen, und zwar Supportschiffe. Wir haben hier in der Flotte haben wir 4 Supportschiffe. Genau. Oder Supply-Schiffe. Und die geben jeweils 75 Produktion. Das eine Distrikt, das wird jetzt innerhalb von einer Runde abgeschlossen. Wir können aufgrund der Produktion nicht innerhalb einer Runde mehr als eine Sache bauen, aber die Sachen werden immer innerhalb von einer Runde abgeschlossen. Das heißt, wir bauen hier in jeder Runde einen Unterhaltungsdistrikt, können hier hinten auch noch weitere anlegen. Ja. Und kommen dann, ein Unterhaltungsdistrikt braucht 40 Produktion.
Das heißt, wir können hier auf jeden Fall 7 Unterhaltungsdistrikte ohne Problem bauen. Also die 6 werden innerhalb der nächsten 6 Runden abgeschlossen. Das heißt, damit kann man richtig schön seine Zufriedenheit nach oben katapultieren, sehr schnell. Und kommt dann hier auch auf einen grünen Zweig. Die Supportschiffe, die baut man in seinen Schiffswerften. Ja, einfach hier einreihen. Kostet 80 Militärproduktion und liefert, wie gesagt, 75 Planetenproduktion. Unterschätzt auf gar keinen Fall die Relikte. Hier seht ihr zum Beispiel ein Produktionsrelikt, da oben ein Zustimmungsrelikt. Und die werden durch Technologien dann noch weiter verbessert. Und um diese Boni zu bekommen, müsst ihr in der Nähe eine Sternenbasis bauen. Ja. Und am Anfang ist es so, jetzt zum Beispiel bei dem Zustimmungsrelikt, dass alle Kernwelten plus 5% Zustimmung bekommen. Und dann durch weitere Verbesserungen haben wir es jetzt hier schon auf 26% geschafft. Das heißt, alleine durch das eine Relikt haben wir auf allen Kernwelten, bei allen Bürgern, hier eine 26%. Und ihr seht schon, wir haben noch ein zweites Zustimmungsrelikt und da auch nochmal 26% bekommen. Und bei der Produktion, da hatten wir ja gerade auch ein Relikt gesehen. Da haben wir auch sogar 2, wird hier sofort zusammengefügt, so plus 52%. Also die doch auf gar keinen Fall unterschätzen. Wenn ihr kriminelle Bürger habt, entsprechend mit dem Trade kriminell, dann erzeugen die 3% Kriminalität. Und das tun sie sowohl hier bei der Kernwelt, als auch wenn sie einer Kolonie zugeordnet sind. Die Kriminalität wird von der Kolonie zu der entsprechenden Kernwelt geschickt, um diese Kriminalität von den Bürgern loszuwerden. Habt ihr 2 Möglichkeiten. Ihr könnt einmal einen Constructor bauen und dann diesen Kriminellen mit dem Constructor wegschicken und eine Sternenbasis gründen lassen. Und die zweite Möglichkeit ist, ihr baut einen Transporter. Hier, das wäre jetzt zum Beispiel ein Transporter und dann könnt ihr den Kriminellen auch als Soldaten kämpfen lassen. Bei der Invasion von gegnerischen Planeten gibt es einen entscheidenden Unterschied. Und zwar ist es abhängig davon, ob es sich um eine Kernwelt oder eine Kolonie handelt. Für eine Kernwelt benötigt ihr Legionen. Ja, und da wird hier auch eine Zusammenfassung angezeigt. Das hier sind unsere Soldaten. Die Entschlossenheit ist da relevant. Je entschlossener sie sind, tragen sie mehr zur Kampfstärke bei. Man kann auch Technologien entwickeln, um mehr Multiplikatoren zu bekommen. Verteidiger verteidigen hier. Alles zusammengezählt. Je höher die Differenz ist aus Angriff und Verteidigung, desto länger dauert das Ganze. So, und bei Kolonien brauchen wir keine Legionen, keine Soldaten. Da können wir einfach mit einer Flotte hinfliegen. Ja, wir haben hier keine Legion angezeigt. Und hier einfach die Belagerung durchführen. Ja, und dann ja, zählt die Schiffsstärke. Ja, aber auch die Invasion einer Kolonie braucht mindestens 4 Monate, maximal 8 Monate. 4 Runden, maximal 8 Runden. Also könnt ihr auch mit einem winzigen Schiff dahin fliegen, braucht maximal 8 Runden. Allerdings müsst ihr in beiden Fällen eventuell vorhandene verteidigende Schiffe vorher besiegen. Erst danach kann die Invasion beginnen. Jetzt gebe ich euch noch 2 Hinweise zu Grafikeinstellungen. Und zwar das eine ist, dass teilweise der Hintergrundnebel etwas stark leuchtet. Und dann hier zum Beispiel Solarium kaum noch zu erkennen ist. Ja, oder hier die terranischen Schiffe, blau auf blau. Okay, jedenfalls haben wir hier eine mögliche Einstellung. Und zwar hier die Deckkraft von den Nebeln. Und wenn ich die mal, ich setze mal ein bisschen stärker runter, dass man auch den Unterschied erkennt.
Ja, und dann sieht das ja alles schon ganz anders aus. Wesentlich weniger grell. Die terranischen Schiffe werden da weniger gestört. Das ist auch eine Geschichte gewesen, die von vielen gewünscht wurde. Und ja, ich hoffe, der Tipp, der hilft euch dann. Und der zweite Tipp ist, dass wir einstellen können, wann die 3D-Modelle durch die Ikonen ersetzt werden. Ab welcher Zoom-Stufe. Und da habe ich es jetzt hier auf 14 stehen. Ich setze es mal auf 74. Ja, und dann seht ihr, ihr könnt ganz weit rauszoomen. Mit immer noch die 3D-Modelle. Immer noch. Ja, und jetzt werden erst die Ikonen eingeblendet. Ja, also ich mag das so zumindest bei den Schiffen gar nicht, dass sie jetzt noch als 3D-Modelle dargestellt werden. Deswegen habe ich hier einen Wert recht niedrig gewählt. Da bin ich dann in der nahen Sicht habe ich meine 3D-Modelle. Ein bisschen weiter weg habe ich dann halt die Ikonen. Im späteren Spielverlauf können die Rundenwechsel ganz schön lange dauern. Aber ich gebe euch einen Tipp, um das Ganze deutlich zu beschleunigen. Und jetzt seht ihr hier, wie lange das dauert. Ja, weil es geht um die Flottenbewegungen, die jetzt hier im sichtbaren Bereich sind. Wenn wir weiter reinscrollen, dann geht es gleich wesentlich schneller. Und zack, sind wir fertig. Hätte ich jetzt hier nicht reingescrollt, dann hätten wir minutenlang warten können. Da haben wir auch direkt ein Geschenk überreicht bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß mit Galactic Civilizations 4. Hoffe, dass die Tipps und Tricks euch helfen, abzugehen wie eine Rakete und dem gleich auf den Plan tretenden Bösewicht kräftig in den Hintern zu treten. Macht's gut, Leute. Bye, bye.